Mein Name ist Daniel Felder. Ich bin selbstständig tätig als Coach und als Ausbildner. Und in der OGFS bin ich in einer Doppelfunktion tätig. Das heisst, auf der einen Seite als Dozent und auf der anderen Seite für Qualität, vor allem für die Unterrichtsqualität zuständig. Ich bin ursprünglich als Dozent eingestiegen bei der OGFS. Und nach ein paar Jahren hat man mich angefragt, ob ich auch Interesse hätte, für Qualitätssicherung zuständig zu sein. Ich bin als Ausbildner von Erwachsenenbildner tätig, neben der OGFS. Und da habe ich natürlich sehr gerne Ja gesagt zu dem, weil es ein spannendes Thema ist, zu schauen, dass man die Unterrichtsqualität weiterentwickeln kann. Spannend an dieser Aufgabe als Qualitätsbeauftragte ist, dass ich bei meinen Kollegen, sprich bei Dozenten, Dozentinnen, in den Unterricht gehe, in der Regel für zwei Lektionen, beobachte, wie sie auftreten, wie die Wirkung ist, wie sie Unterrichtsgestalt, wie sie ihre Ziele erreichen im Unterricht und gebe ihnen dann gerade im Anschluss an das ein Feedback und das wird in der Regel sehr geschätzt. Das Wichtigste ist, dass die Erwartungen der Teilnehmenden erfüllt sind. Und natürlich auch die der Dozentinnen und der Dozenten. Und für das ist eine gut funktionierende Administration wichtig, weil sie am Schalter sind nahe bei den Teilnehmenden und auch bei den Dozenten und schauen, dass die Abläufe reibungslos sind. Die Schulleitung ist wichtig und vor allem in dem Sinn auch, dass von der Schulleitung her ein klares Qualitätsdenken da ist und dass das auch umgesetzt werden sollte. Ja, und das wird bei der OGFS gelebt.